Du kommst nachher raus, das habe ich dir versprochen, aber erst will ich hier für den Franz das Video drehen und wenn wir damit fertig sind, kommst du raus, okay? Aber jetzt nicht und jetzt nerv hier bitte nicht rum. Also ich habe es dir versprochen, aber jetzt geht das nicht. Nein, Bruno. Mann, hab ein bisschen Geduld. Moin Freunde, moin Franz. Ja, du hast eine 333 Abonnenten-Marke geknackt, sind schon mehrere. Ja, dafür meinen herzlichen Glückwunsch. Ja, und du hast da ja zu einem Giveaway aufgerufen? Nee. Oh Mann. Oh, Telefon. Ja. Ja, hi, na. Was gibt's? Ich bin gerade in der Fischbücker Heide. Ja, draußen unterwegs. Ja. Ja. Ja, okay. Genau. Okay, dann bis morgen erstmal, ne? Ja. Ja, danke. Tschüss so. So. Das Telefonat ist beendet. Das war nicht abgesprochen, war nicht geplant, war halt so. Ja, Franz, du hast ja ein Giveaway ausgelost. Wir sollen mal unsere Rucksäcke, unsere Tragesachen zeigen, die wir so unterwegs haben. Ja, und als du uns deine Sammlung an Rucksäcke gezeigt hast, musste ich ja doch ein bisschen lachen, denn ich habe wohl gewusst, dass manch einer Briefmarken sammelt oder gesammelt hat, der andere sammelt Messer, ja, und du halt Rucksäcke. Warum nicht? Es gibt nichts, was man nicht sammeln könnte. Ja, wie versprochen, wollte ich dir ja meine Lastenkraxe zeigen und nochmal ein bisschen vorstellen. Ich habe ja darüber schon mal ein Video gemacht, aber ja, es kann ja nicht schaden, noch ein zweites zu machen. Ja, die Lastenkraxe. Ich habe gesehen, du hast ja in deiner Sammlung auch zumindest zwei Modelle. Eins aus Holz und ich denke mal, das andere war auch aus einem Aluminiumrahmen. Ja, ja, wie man sieht, hier gibt es schon die ersten Besucher und Spaziergänger, aber das nur nebenbei. Die Lastenkraxe. Ich trage mit dieser Kraxe in der Regel meine wasserdichten Packsäcke. Davon habe ich mehrere. Ja, die kann ich ganz prima mit so einem Spanngurt
hier drauf befestigen. Also kann man hier lösen. Ja. Als weitere Modifikation habe ich mir hier mal eine Halterung für mein Stativ gemacht. Da habe ich mir ein PVC-Rohr auf Länge geschnitten, habe am Ende eine Endkappe drauf gemacht und das habe ich mit so einem Klettverschlüssen, so mit Klettbändern befestigt. Hallo, moin. Und das fand ich war eine prima Sache, um das Stativ schnell und einfach im Griff bereit zu haben. Wobei ich sagen muss, auf meiner letzten Tour, auf der Ostseetour, da hat es ja geregnet und da sind diese Klettbänder natürlich auch nass geworden und irgendwie hatte ich den Eindruck gehabt, wenn die nass sind, dass sie dann nicht mehr richtig passen. Jedenfalls war das ganze Teil sehr locker, schlackerte rum und ich musste das Rohr dann notdürftig nochmal befestigen. Ja, und wenn das auf einer Tour auf jedes Gramm Gewicht ankommt, denke ich, ist so eine Röhre auch oder ist dann ein paar Gramm zu viel. Also dann würde ich darauf verzichten und das Stativ irgendwie anders befestigen. Aua, was war das denn? Ja, was gibt das hier zu sagen? Das ist die Tatonka Lastenkraxe. Die wird angegeben mit 50 Kilogramm Tragelast. Also man soll bis zu 50 Kilogramm damit tragen können. Ja, ich habe es noch nicht ausgetestet. Ich weiß so auch gar nicht, wie viel das Gestell leer wiegt, aber das kann man ja im Internet in etlichen Videos nachschauen. Da habe ich jetzt noch keine Lust zu. Das hat irgendwie ein V2-Tragesystem, was auch immer das bedeutet. Die Kraxe, die hat sehr schöne, breite und gut gepolsterte Gurte. Auch der Hüftgurt ist ziemlich breit und sehr bequem. Man hat hier mehrere Möglichkeiten, sich die Gurte auf seine persönliche Größe einzustellen. Ja, so sieht's aus. Ja, dann kann ich noch mal hier gleich zeigen, was man mit so einer Kraxe noch alles transportieren kann. Also, da schaut ihr jetzt mal hier hinein. Das waren jetzt ein paar Aufnahmen von meiner ersten Vorstellung dieser Kraxe. Ein bisschen mit Spaß und Humor. Ja, ich finde so ein Teil sehr praktisch, sehr gut. Zumindest wenn man mehrere Möglichkeiten sich offen halten will,
Gegenstände zu transportieren. So ein Klosett, denke ich, lässt sich schwer in einen normalen Rucksack transportieren. Aber das kommt, glaube ich, auch sehr selten vor. Ja, das ist meine Lastenkaxe. Ja, Franz, ich hoffe, du hattest viel Spaß dabei, bei dieser Vorstellung. Du hast übrigens auch einen sehr, sehr netten Kanal. Also, ich mag deine ruhige Art, wie du erzählst, deine Sachen präsentierst. Auch jetzt deine letzte Tour, wo du den großen wilden Fluss überquert hast. Doch, das hat mir sehr gefallen. Ja, soweit soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche dir alles Gute, euch anderen natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So Bruno, das Video ist gedreht und jetzt kannst du auch endlich rauskommen. So, wir fahren jetzt nach Hause. Ich muss was zu essen. Mann. Ja, damit jetzt endlich mal das Gewängel aufhört. Aber ich habe es ja auch versprochen. Wenn wir fertig sind, kommst du raus. Und wir sind jetzt fertig. So die ganze Zeit. Ich will raus. Mann, ein bisschen Geduld, mein Freundchen. Dann klappt das auch, okay? Aber du schnallst dich an. Also ohne Gurt geht hier nichts bei mir. Ja, wie, das sieht nicht cool aus. Nee, mag sein, dass das nicht cool aussieht, aber du plumpst mir nachher hier runter und dann ist das Geschrei groß. Naja, dann habe ich dich wieder zu Hause und muss dich pflegen. Außerdem siehst du mit deiner Sonnenbrille schon cool genug aus. Ah, da ist sie. So. Sonnenbrille auf, okay. Und jetzt sei bitte still und nerv mich nicht den ganzen Rückweg. So. Das kommt so mit. Okay. Mein Freundchen. Und kann ich die Welt sehen. Mann. So. Okay, alles klar. Oh. Ja, guck, das kommt dabei raus, wenn man sich nicht richtig und ordentlich anschnallt. Na, und hast dir wehgetan? Ich hab's dir gesagt, richtig anschnallen. Da alles okay bei dir hinten drauf? Dann kannst du jetzt losgehen, okay?